الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون زين جميس يبازيت داس ist in سورة يوسف Vers 111 الله sagt wahrlich In ihren Geschichten ist eine Lehre für die Verständigen. Das ist eine Lehre für uns. Also die Geschichten der Propheten ist eine Lehre für uns. Was haben wir von der Geschichte Adam a.s. gelernt? Also Adam a.s. war der erste Prophet des allmächtigen Gottes. Und wir haben durch seine Geschichte gelernt, dass wir Allahs Schranken nicht überschreiten. Adam ist für uns, oder die Geschichte von Adam ist für uns wie eine Ampelanlage. Wer bei Rot fährt, der wird sich selber schaden. Allah hat ihm verboten, von einem Baum zu essen. Und Adam hat von diesem Baum gegessen. Und Konsequenz dafür, dass Allah ihn zur Erde geschickt hat. Dann haben wir die Geschichte von Idris a.s. behandelt und daraus gelernt, dass wir dankbar sein müssen, dass wir Allah lobpreisen für das, was er uns jede Sekunde beschert. Und dafür hat Allah ihn zu sich erhoben, zum vierten Himmel, als Ehre für jemanden, der Allah lobpreist und Allah gedingt. Danach haben wir die Geschichte von Nuh a.s. erwähnt und aus der Geschichte von Nuh a.s. lernen wir Geduld und wie wir Dauer mit den Menschen machen. Der Prophet Nuh a.s. hat 950 Jahre lang den Islam verkündet, die Menschen zum Islam eingeladen. Der hat es Tag und Nacht gemacht, also fast 24 Stunden lang am Tag. Und das ist ein Beispiel für Geduld und Ausdauer. Wir können auch aus der Geschichte von Nuh a.s. lernen, dass die Strafe Allahs auch die Familie eines Propheten treffen kann, wenn sie ungläubig ist. Denn die Frau von Nuh a.s. war ungläubig und sie ist ertrunken. Sein Sohn ist auch ertrunken, weil er ungläubig war. Das heißt, wenn dein Vater ein Prophet ist, der wird dir von Allahs Strafe nicht retten und nicht retten können. Allah hat dir einen Verstand gegeben, damit du seine Botschaft folgst, damit du seine Richtleitung annimmst, damit du seine Schranken nicht überschreitest. Und Allah hat das Paradies und die Hölle für unseren Verstand erschaffen. Dann haben wir danach die Geschichte von Hud a.s. erwähnt. Und Allah erklärt uns in dieser Geschichte von dem Prophet Hud a.s., dass die Menschen auf die Botschaft des Gesandten Allahs wie üblich geantwortet haben. Bist du gekommen, um die Religion unserer Vorfahren zu verändern? Kommst du, damit wir nur einen einzigen Gott anbeten? Und das ist die Antwort von allen Völkern, die vor uns waren. Und das ist die Antwort von den Kuffar überhaupt. Jetzt, inshallah, behandeln wir die Geschichte von Salih a.s. Salih a.s. ist der Prophet des allmächtigen Gottes. Also der Prophet Salih a.s. stammt auch von Nuh. Sein Volk war Götzendiener. Sie haben drei Götzen angebetet, drei Statuen angebetet.
genauso wie die Statuen von Maria draußen. Weil die Leute immer gesagt haben, die Seele von diesen drei rechtschaffenen Diener stehen oder sind immer noch in diesen Statuen drin. Und wenn jemand sein Bittgebete äußert bei diesen Statuen, die Seele von den rechtschaffenen Diener werden diese Bittgebete bei Allah vermitteln. Und das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Das ist die Beigesellung. Und das ist die Erniedrigung vom Satan. Der Prophet Salih a.s. kam zu seinem Volk und hat ihnen Folgendes gesagt. O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihn. Qala ya qawm, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Wie war die Antwort seines Volkes? Wie üblich. Sie haben folgendes geantwortet. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Sinngemäß übersetzt. Sie sagten, O Salih, willst du uns verwehren, das anzubeten, was unsere Väter anbeten? Das ist die übliche Antwort. Immer, das ist die übliche Antwort bei allen Kuffar. Und wir finden, und wir befinden uns wahrhaftig in beunruhigtem Zweifel über das, wozu du uns aufforderst. Also wir haben Zweifel über das, wozu uns einlädst. Das heißt, wir glauben dir nicht. Und nicht nur, sie haben gesagt, du bist ein Zauberer. Genauso wie die Götzendiener damals mit dem Propheten Muhammad a.s. umgegangen sind. Sie haben ihm gesagt, bist du gekommen, um die Religion unserer Vorfahren zu verändern? Du bist ein Zauberer, du bist verrückt. Dann sagte das Volk von Salih a.s., wenn du Prophet Gottes bist, dann bring uns einen Beweis. Bring uns ein Wunder von deinem Schöpfer. Du sagst, es gibt nur einen einzigen Schöpfer. Für uns bist du nur ein Zauberer und ein Lügner. Und wenn du wahrhaftig bist, zeig uns ein Zeichen. Er hat sie gefragt, was wollt ihr für ein Zeichen? Sie kamen mit Salih zusammen, mit dem Prophet Salih zusammen, zu einem Felsen, zu einem riesengroßen Stein und haben ihm gesagt, guck mal, wenn du wahrhaftig bist, dein Schöpfer soll aus diesem Stein eine Kamelstute rausholen. Wir wollen eine Kamelstute haben mit diesen Eigenschaften. Das ist, also man braucht sich nur zu vorstellen, wie die Situation damals war. Die kommen zu einem riesen Stein und sagen, aus diesem Stein soll dein Schöpfer eine Kamelstute rausbringen, die diese Eigenschaften besitzt und diese Farbe besitzt und. Schaut mal die Antwort von dem Prophet Salih a.s. Er hat ihnen gesagt, okay, und wenn Allah das tut, werdet ihr an mir glauben, an meine Botschaft glauben? Sie haben gesagt, ja. Sie haben ihm versprochen, wenn eine Kamelstute aus diesem Stein rauskommt, dass sie die Botschaft von Salih, also den Islam, annehmen werden. Und dass sie diese drei Götzen nicht anbeten werden. Salih a.s. ging und warf sich nieder vor Allah
Und subhanallah, das haben immer alle Propheten gemacht. Immer wenn sie von Allah einen Wunsch gehabt haben, haben sich immer niedergeworfen und Allah darum gebeten. Das haben fast alle Propheten gemacht. Deshalb sagt der Prophet Muhammad, wenn du dich niederwerfst beim Sujud, bist du am nächsten zu Allah. Dann bitte Allah um alles. Und leider, es gibt so viele Geschwister von uns, die versäumen das. Die machen eine Niederwerfung, sagen Subhana Rabbi al-A'la einmal und dann stehen die auf. Und vergessen, was der Prophet Muhammad uns gelehrt hat. Das ist ein Tipp. Wenn du Allah um etwas bittest, immer beim Sujud. Salih a.s., der hat sich niedergeworfen und bat Allah darum, dass Allah diesen Wunsch erfüllt. Und hat ihnen gesagt, und das wiederhole ich jetzt nochmal, weil es wirklich eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Wenn Allah, mein Schöpfer, euch dieses Zeichen zeigt, werdet ihr gläubig werden? Sie haben gesagt, ja. Das heißt, die haben eine Abmachung gemacht. Und dann, Allah ist allmächtig. In Sekunden kam diese Kamelstute raus, aus dem Stein. Wa ila Thamud achahum salihan. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. sinngemäß übersetzt, das ist in Sura 7 Vers 73, also Sura Nummer 7 Vers 73. Und zu den Thamud entsandten wir ihren Bruder Salih. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen. Diese Kamelstute Allahs als Zeichen für euch. Ihr habt ein Wunder verlangt. Allah hat euch jetzt ein Wunder gezeigt. So lasset sie auf Allahs Erde weiden und tut ihr nichts zuleide. Ihr dürft diese Kamelstute nicht quälen. Denn sonst würde euch eine schmerzliche Strafe treffen. Wenn ihr diese Kamelstute quält, Allah wird euch bestrafen. Salih a.s. sagte zu seinem Volk, diese Kamelstute ist ein Wunder von Allah, ein Zeichen von Allah. Sie soll einen Tag Wasser trinken, sie haben nur einen Wasserbrunnen gehabt. Sie soll einen Tag Wasser trinken und ihr trinkt ein Tag danach. Das heißt, dieses Wasser wird geteilt zwischen euch und der Kamelstute. Wenn die Kamelstute von diesem Wasser heute trinkt, ihr dürft von diesem Wasser nicht trinken. Am nächsten Tag ja. Aber dafür könnt ihr Milch trinken. Und es wird berichtet, dass das ganze Volk von Salih a.s., die Gläubigen und die Ungläubigen, von der Milch dieser Kamelstute getrunken haben. Das ist ein Beweis, dass diese Kamelstute keine normale Kamelstute war. Anstatt jetzt an Allahs Zeichen zu glauben, sie haben Allahs Zeichen gesehen. Und trotzdem sind viele, die meisten sind ungläubig geblieben. Nur die wenigsten haben daran geglaubt und die Religion von Salih a.s., also den Islam, angenommen. Die meisten
die diesen Wunder, dieses Zeichen Allah gesehen haben, haben daran nicht geglaubt. Genauso wie heutzutage. Die Leute atmen Sauerstoff, das kommt von Allah. Sie trinken Wasser, das kommt von Allah. Alles, was die essen, Allah ist der Schöpfer. Von der Tomate, die man isst. Von dem Essen, was man jeden Tag isst. Und trotzdem, es gibt viele Menschen oder die meisten Menschen auf dieser Erde, leugnen, dass Allah existiert. Allah hat ihnen ein Zeichen gezeigt, ein Wunder gezeigt. Und trotzdem, die meisten haben daran nicht geglaubt. Also das heißt, sie haben ihre Abmachung mit Salih a.s. nicht gehalten. Und das gilt für alle Kuffar bis zum jüngsten Tag. 9 Jugend oder 9 Menschen haben geplant, diese Kamelstute zu töten. Und das haben sie in der Tat gemacht. Obwohl sie auch schwanger war. Sie haben gesehen, also diese Kamelstute ist ein Zeichen von Allah und dadurch trinkt das ganze Volk Milch. Und trotzdem haben sie die Kamelstute getötet. Und danach kam Allahs Strafe auf diese Menschen. Und subhanallah, Allah erwähnt uns auch ein Teil von der Geschichte Salih a.s. in Surat al-Shams. Surat al-Shams, die Sonne, ist eine sehr wichtige Sure im Koran, wo Allah schwört auf sich selbst und auf die Sonne und sagt, erfolgreich ist derjenige, der seine Seele, sein Nafs reinhält. Davor kommt eine Tatsache, wo Allah uns berichtet, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. Allah schwört auf sich selbst, dass Allah jede Seele von uns, ihre Gottesfurcht, eingegeben hat und den Sinn für die Sündhaftigkeit eingegeben hat, eingepflanzt hat. Und danach sagt Allah, erfolgreich ist derjenige, der seine Seele reinhält. Das heißt, dein Nafs musst du selber erziehen. Dein Nafs musst du säubern. Dein Nafs will alles haben. An-Nafs al-Ammara bis-Su, das sagt Allah in Surat Yusuf. Diese Nafs befiehlt dir immer, was Schlechtes zu tun. Du musst dein Nafs reinigen, säubern. Man muss sich so vorstellen, ein Nafs ist rein. Schaut mal ein Baby, das sind Kinder, mashallah. Schaut mal, die haben eine saubere Seele, keine Sünden gemacht. Wenn man Sünden macht, die Sünden sind wie ein Schmutz auf diese Seele. Meine Aufgabe und deine Aufgabe, wir machen alle Sünden. Unsere Aufgabe ist, dass wir diese Seele reinigen. Immer wenn ein Schmutz drauf ist, unsere Aufgabe ist, diese Seele zu reinigen. Und der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, stellt euch vor, wenn jemand einen Fluss vor seinem Haus hat und der badet 5-mal am Tag, bleibt Schmutz an seinem Körper hängen? Nein. Er sagte, so ist das Gebet. Das Gebet tilgt die Sünden, die man dazwischen macht. Wir beten 5-mal am Tag und zwischen 2 Gebeten macht jeder von uns Sünden. Die Sünden zwischen 2 Gebeten werden durch das nächste Gebet immer getilgt. Ja? Also die Gebete säubern unsere Seele. Und Allah schwört, und das ist ein Tipp für jeden Muslim, wenn du deine Seele nicht säuberst, die wird genauso schwarz wie Teer.
Wir müssen unser Nafs immer reinigen mit den Reinigungsmitteln, die Allah uns gegeben hat. Dhikr, Lobpreisung, Istighfar, dass wir Allah um Vergebung bitten, Koran lesen, Gebete, Spenden und so weiter. Allah schwört und sagt, erfolgreich ist derjenige, der seine Seele rein hält, wie ein Baby. Schaut mal euch ein Baby an, so musst du zu Allah zurückkehren, mit so einer Seele, damit du ins Paradies kommst. Das Kind kommt aus dem Bauch seiner Mutter rein. Deshalb sagen viele Leute, sieht mashallah wie ein Engel aus. Schuldlos. Nur die Umgebung verderbt uns. Unsere Umgebung verderbt uns. Tradition, Kultur, Aberglaube und Verführungen auf der Straße und Shayatin aus den Dschinn und aus den Menschen verderben unsere Seele. Wir müssen unsere Seele jeden Tag reinigen. Erfolgreich ist derjenige, der seine Seele reinhält. Das ist derjenige, der ins Paradies kommt. Und verdorben ist derjenige, der seine Seele verderben lässt. Verderben lässt. Und nicht reinigt. Und das ist ein Beispiel für die Seele von den Kuffar. Die haben gesehen, dass diese Kamelstute die Menschen hilft. Was haben sie gemacht? Sie haben sie getötet. Das Gleiche machen viele Kuffar heutzutage. Sie rauben die Menschen, die armen Menschen in den afrikanischen Ländern und weltweit aus, damit sie hier Mercedes fahren. Und fragen sich, warum gibt es Hungerkatastrophen? Ihr seid schuld dran. Weil ihr einfach egoistisch seid und kein Gewissen habt. قال الله تعالى also sinngemäß, das ist auch in der gleichen Sure, Vers 77, dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch und trotzdem den Befehl ihres Herrn und sagten, O Salih, bring uns das her, was du uns an Drohung versprichst. Er hat ihnen vorher gedroht, wenn ihr diese Kamelstute quält, Allahs Strafe wird auf euch herabgesandt werden. Und sagten, O Salih, bring uns das her, was du uns an Drohung versprichst. Jetzt haben wir das getan, zeig uns Allahs Strafe. Wir haben diese Kamelstute getötet jetzt. Zeig uns, dass du wahrhaftig bist. Wenn du einer der Gesandten bist. Und dann kam Allahs Strafe. Allah hat diese Menschen komplett vernichtet, die ungläubig waren, durch Steine vom Himmel und Erdbeben. Und ihre Dörfer existieren immer noch. Deshalb sagte der Prophet Muhammad a.s., als die Kuffar damals von dem Prophet Muhammad a.s. Wunder verlangt haben, er hat ihnen gesagt, wie, wenn Allah euch ein Wunder zeigt und wenn ihr einen Fehler macht, Allah wird euch ausradieren. Weil hier geht es darum, dass du selber siehst, dass Allah dir ein großes Zeichen zeigt, damit du an deinen Schöpfer glaubst und an seine Botschaft glaubst. Aber wenn du das nicht tust, dann ist deine Strafe gewaltig, im Leben und am jüngsten Tag. Deshalb, als die Jünger damals zu Jesus, zu Isa a.s. gesagt haben, bitte Allah darum, bitte deinen Schöpfer, er soll uns einen Tisch vom Himmel runterbringen. Was sagt ihr? Fürchtet Allah.
Wenn dieser Tisch runterkommt, das ist nicht gut für euch. Und Allah sagt im Koran, nachdem Isa a.s. ihn darum gebeten hat, einen Tisch vom Himmel runterzubringen, Allah hat ihn vorher gesagt, ich werde euch einen Tisch vom Himmel herabsenden. Aber diejenigen, die danach ungläubig werden, ich werde sie bestrafen, wie ich niemanden zuvor bestraft habe. Und viele Leute sind auch danach ungläubig geworden. Einige Gelehrten des Islam sagen über diesen Vers im Koran, und wir haben aus ihnen Affen und Schweine gemacht. Affen hat Allah aus den Juden gemacht, die damals Musa gequält haben, und Schweine aus den Christen, die mit Isa a.s., mit Jesus zusammen waren und den Tisch gesehen haben vom Himmel und davon gefressen haben, gegessen haben und danach ungläubig geworden. Allah hat aus ihnen sofort Schweine gemacht. Jetzt, was lernen wir aus dieser Geschichte? Also wir lernen aus dieser Geschichte, dass die Kuffar ihre Verhaltensweise und ihre Meinung nie geändert haben. Immer wieder, wenn ein Prophet zu seinem Volk gekommen ist mit der Wahrheit, mit Allahs Buch, die wenigsten haben an ihn geglaubt. Und einige haben Wunder verlangt und Wunder von Allah gesehen, mit ihren eigenen Augen, und trotzdem ungläubig geblieben. Wir lernen aus dieser Geschichte, dass ein Muslim, ein Kafir, niemals vertrauen darf. Das ist eine Geschichte, die Allah uns im Koran erzählt, von einem Propheten. Allah sagt im Koran, die Ungläubigen halten keine Versprechen. Die meisten Präsidenten in den sogenannten islamischen Ländern, deren Berater sind Amerikaner und Europäer, die Kuffar sind. Was erwartest du? Allah sagt dir im Koran, du darfst die Kuffar nicht als Verbündete nehmen. Die meisten Präsidenten in den sogenannten islamischen Ländern, die Tyrannen, die Allah nicht fürchten, deren Berater sind Ungläubige. Was erwartest du von solchen Menschen? Und Allah befiehlt uns im Koran, und besonders die Herrscher, لا تتخذوا بطانة منهم. بطانة bedeutet Berater. Du darfst die Kuffar nicht als Berater nehmen. Aber leider, wir sehen so viele Heuchler, die diese Tyrannen verteidigen.